Guten Morgen, ja, es war wieder eine erholsame Nacht, es war sehr ruhig da auf dem Campingplatz, echt schön. Ja, und ich bin jetzt schon ein Stück gefahren, bin hier schon durch Zeil am Main gefahren, echt, war schon echt ein Highlight, diese Ortsdurchfahrt. Ja, der Morgen ist recht frisch, 10 Grad waren es, ja, jetzt wird schon 1-2 Grad wärmer sein, es wird wohl kaum eine Wolke am Himmel sein heute, es soll vielleicht sogar noch wärmer werden, bis zu 28 Grad heute. Boah, es ist schon fast zu warm, aber meckern will ich nicht. Ja, und wo geht's heute hin? Habe ich gestern ja schon gesagt. Richtung Ochsenfurt, das sind ungefähr 100, genauer gesagt 108 sind geplant. Ja, und als nächstes Highlight kommt wahrscheinlich Haßfurt und Schweinfurt und alles kann ich mir nicht merken, was da kommt. Aber ich schätze mal, sehr, sehr schöne Bilder wird es geben von den ganzen Ortschaften, von der Landschaft hier. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Oh, ich bin ja schon durch Haßfurt durchgefahren. Ja, die erste Fahrt zwischen Zeil und Haßfurt, ja, war nur an der Bundesstraße. War jetzt nicht so toll, aber jetzt fahre ich hier direkt am Main hinter Haßfurt. Ja, und das erste Schiff, was ich hier jetzt auch sehe auf dem Main, boah, ich glaube, macht Spaß. Mal sehen, ob ich die Fairplay immer wieder sehe, wie die Isabelle auf dem Main-Donau-Kanal. Ja, 22 Kilometer sind es ungefähr noch bis Schweinfurt. Ah, deswegen ist hier eine Umleitung eindeutig zu erkennen, aber die ist auch super ausgeschildert. Ja, dann fährt man eben hier oben längs durch die Ortschaft. Es geht auch bald wieder runter an zum Main hin. Oh. Bis März 2023 noch. Hoi, das ist noch lang. Kleiner Nachtrag, ich wusste von dieser Umleitung auf der Internetseite vom Mainradweg, da stehen die Baustellen alle drauf. Ja, bloß die eine vorgestern ganz oben unterhalb von Bischofsgrün, wo ich die steile Strecke hoch sollte, ja, die war noch nicht drin, die war wahrscheinlich noch zu frisch. Aber sonst sollte man da immer mal nachschauen auf den Internetseiten, da ist meistens sowas immer aufgeführt. Thank you.
Quizfrage, wie viel waren da drauf an Jeeps? Ich war gerade einkaufen, wollte schön zum Bäcker, aber eine Schlange bis draußen vor. Oh, ne, dann bin ich doch wieder umgedreht. Dann jetzt auch noch Netto, dann habe ich eben Discounterbrötchen jetzt. Schmier mir die selbst, das war da, hätte ich bestimmt 10 Minuten gestanden. Da habe ich keine Geduld zu. Naja, dann gucke ich mal, vielleicht in Schweinfurt oder vor Schweinfurt oder nach Schweinfurt, werde ich eine Pause machen, das zweite Frühstück zu mir nehmen. Mal sehen, wo das Plätzchen denn sein wird. Ja, ist doch noch ein schönes Plätzchen hier vor Schweinfurt. Ich sitze jetzt hier direkt am Main. Das ist jetzt hinter euch. Guck hier, ja, weiß nicht, ob Burg oder irgendwas sowas ist. Irgend so ein kleines Örtchen. Aber echt schön. Und es ist schon so warm wieder. Auf einmal knallt er in die Sonne. Und jetzt ist es richtig warm. So, schönes Plätzchen. Ich werde jetzt erstmal ein süßes Frühstück zu mir nehmen. Habe ich auch mal entdeckt hier. Marmelade in der Tube. Honig. Ich mache lieber süßes Frühstück. Aber es ist ja erst mein zweites Frühstück. Das ist mein zweites Frühstück, denn ich nehme immer abends oder so noch Brötchen mit, damit ich, ja, ich stehe immer früh auf. Ja, jetzt müsste ich lange warten, bis der nächste Bäcker ab 7 Uhr auf hat oder sowas. Da muss ich dann schon so um 5 wache ich auf, 5, 6, 6, spätestens was essen. Ich habe unheimlich Hunger. Ich könnte es nicht wie andere erstmal losfahren und dann erst was suchen. Ne, ich muss schon, bevor ich los war, ordentlich frühstücken. Das ist mein Ding. Aber naja, ich lasse mir das hier erstmal gut schmecken. Also dann, Mahlzeit. So, jetzt geht's weiter Richtung Schweinfurt. Das müsste gleich kommen. Ja, zu mir gesellt hat sich noch mal so ein Rentnerpaar. Mit denen hat man noch ein bisschen geschnackt. Ja, war sehr interessant. Die haben so einiges erzählt. Hier von der Gegend und alles. Aber das kann ich jetzt nicht wieder alles wiedergeben. Aber war sehr interessant. Haben ein paar Tipps gegeben. Ja, wegen solchen Begegnungen ist man ja auch unterwegs.
fahre jetzt raus aus Schweinfurt, weil ich habe noch einen Abstecher gemacht zum Marktplatz, ja, damit ich sagen kann, ich war da. Ja, und jetzt bin ich wieder hier unten am Main. Es geht jetzt hier raus. Links und rechts ist so ein bisschen Industrie und man fährt hier immer noch schön am Main. Man kriegt ja gar nicht so viel wohl mit. Ist doch recht grün hier und eben. Ja, so läuft das. Ich habe heute auch noch 70 Kilometer vor mir. Also muss ich jetzt auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Wieder. Auf einmal eine ganz andere Landschaft hier, auf einmal wieder alles offen. Man fährt hier am Kernkraftwerk vorbei, hier ganz anders. Wow, wer es mag, ne? Schönst ist jetzt vielleicht nicht, aber es ist auch wiederum interessant hier, finde ich auf jeden Fall. Da ist das Schiff doch wieder, die Fair Play. Fährt hier gerade wieder in eine Schleuse ein. Die hat mich gerade eben beim Frühstück überholt. Jetzt habe ich sie wieder. Ja, es dauert doch ein ganzes Stück. So langsam sind die Schiffe denn doch nicht. So, 12 Uhr, 51 Kilometer geschafft. Ja, hier sind viele, ist jetzt so eine Strecke, viele Kilometer, die man einfach nur abfährt. Ja, hier wächst zum Beispiel auch mal, sehr interessant, Soja. Sojabohnen. Ja, das wächst jetzt auch bei uns. Ja, nächste größere Ort scheint Volkach zu sein. 13 Kilometer noch. Zack und rauf auf die Fähre Wiepold. Da habe ich mich beeilt, zack, schnell rauf. Ja. Schnell mal über den Main hier. Ja, schöne Stelle wieder hier. Da geht's weiter. Aber ich brauche eine Getränkepause. Es ist so warm. Eieiei. Ja, das ist eine spezielle Maschine für die Weinreben, für die Weinernte. Maschinell geht's auch inzwischen. Thank you.
Ja, mir scheint jetzt tritt der Weinbartenbau ein bisschen hier mehr im Vordergrund. Oh, die Trauben sind voll, also die Rebenstöcke sind voll mit Trauben. Wird vielleicht ein gutes Jahr. Guter Jahrgang. Viel Sonne hat er gekriegt. Ich bin jetzt hier in Volkach, war in der City. Leute, das war voll. Das sieht man ja auch schon hier an den Wohnmobilstellplätzen. Ist alles belegt, würde ich sagen. Zumindest nicht mehr viel Platz. Also das war so voll. Also schnell rein, was zum Mittag holen und wieder raus. Ja, hier sitzt man doch eigentlich viel besser. Aber da geht kaum Wind. Das Wasser ist ein paar Meter zu weit weg, um zu kühlen. Aber ich habe noch Mittag mitgenommen, eine Portion Pommes. Die Restaurants waren alle sehr voll. Ne, nur schnell rein und zurück. Oh, ich werde jetzt erstmal hier wieder was schnaulen. Und dann geht's weiter. Ich bin eigentlich schon gut voran. Ich habe nur noch, glaube ich, 45 Kilometer. Und es ist noch nicht mal, gerade mal 1:30. Also kann ich jetzt in Ruhe erstmal was essen und mich stärken. Jetzt wieder typisch. Ja, man musste die kurze Strecke vom Kanal oder von der Main hoch zur Brücke schieben. Da waren da wieder Besserwisser, so eine E-Biker. Ja, schnell vorbei. Hat fast gekracht. Ja, was soll das denn? Die bringen doch auch jetzt wieder die E-Biker. Sag mal wieder die Raudis. Immer dieselben. Das waren 50 Meter Schieben. Es war halt gefährlich. Es war eng, schottrig und steil. Leute. Die 2 Sekunden im Leben, die muss man noch haben. Da muss immer erst was passieren, bevor man schlauer wird. Das finde ich immer echt Mist. Die paar Sekunden. Naja, die bringen dann wieder die E-Biker in Verruf. Naja, es geht jetzt erstmal wieder weiter. Muss mich wieder beruhigen. Aber so ist das immer. Immer wieder. Die paar, die nicht vernünftig sind, auf die fällt dann auf alle anderen wieder zurück.
Oh, hier hängt alles voller Trauben. Man könnte ja auch mal naschen, aber nein, das ist Diebstahl. Auch in kleinen Mengen ist das Diebstahl. Ach, aber die Hitze, die ist jetzt schon ganz schön kräftig. Obwohl es ein bisschen diesig ist und doch ein paar Wolken, aber die Sonne brennt. Ganz schön kräftig. Das war mal wieder so eine schöne Ortsdurchfahrt hier. Hier gibt's, so sehen sie alle fast aus, die Orte. Wunderbar, jetzt ist man gerade wieder ein bisschen hochgefahren, hat einen weiten Blick. Ja, der Mai macht hier so riesigen Schleifen. Da fällt man immer hin und her. Und da hinten ist auch schon wieder ein Kloster oder so, irgendwas zu erkennen. Also es ist andauernd jetzt was. Also die letzten Kilometer ja, nach Schweinfurt. Also ab der Fähre echt wunderschön. Also ganz toll. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Da ist sie wieder, die Fairplay. Die verfolgt mich. Was für ein imposantes Gebäude, die Abtei Münster-Schwarzach. Oh, riesig, kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß das da sein muss. Ja, aber es ist echt imposant und schön anzuschauen. Echt, das ist mal was ganz anderes jetzt wieder auf diesem Weg. Wow, wo man überall vorbeikommt. Echt klasse. Wow, jetzt weiß ich aber auch, warum der Himmel so milchig ist. Ja, ich habe jetzt Nachrichten mal gelesen. Das soll der Rauch aus den USA an der Westküste sein, von Kalifornien. Der macht das so leicht milchig, aber auch ziemlich drückend. Ja, riechen tut man nichts von den Qualmen, aber der soll in der Atmosphäre angekommen sein. Echt, so klein ist die Welt. Das sind tausend, aber tausend Kilometer entfernt und beeinflusst uns hier. Also kleine Dinge, naja, so klein ist es nicht, beeinflusst doch ganz schön viel. Ja, Kitzingen, ja, noch 11 Kilometer. Ja, schon wieder nächste Stadt. Boah, das ist so warm. Ich habe mir jetzt erstmal beim Edeka hier in Dettelbach schnell noch kalte Getränke geholt. Ein Eis habe ich da auch ganz schnell gegessen, aber trinken tue ich jetzt erstmal hier. Aber wie es aussieht, ist auch ein schönes Plätzchen gerade. Die Sonne ist gerade hin in der Wolke verschwunden, also schnell mal was trinken. Es sind nicht viele Staubpisten hier, aber das langt, um das Rad wieder dreckig zu machen. Gestern wieder ein bisschen abgewischt, aber es war ja nach den ersten Kilometern schon wieder voll. Es lohnt einfach nicht. Es tut ein bisschen weh, das zu sehen, aber naja, dann habe ich was vor, wenn ich zu Hause bin.
Ich stehe hier jetzt auf der Brücke, auf der Mainbrücke von Kitzingen. Ordentlich was los hier. Ich bin jetzt nicht ganz reingefahren in die Altstadt. So, da gibt mal einer an hier unten. Da hinten kommt auch mal ein anderes Schiff. So, aber echt ein heißes Wetter. Da ist noch nicht mal 16 Uhr. Nicht mehr so weit bis Ochsenfurt, 18 Kilometer. Ja, läuft richtig gut heute. Jetzt stehe ich hier mitten in Marktbreit. Oh, wie eine tolle Innenstadt hier. Kleinen Schlängel gemacht, um das nochmal zu sehen. Ja, und dann bin ich auch schon bald in Ochsenfurt. Aber sieht natürlich alles wieder klasse aus hier. Echt, echt schön. Na, jetzt sind es auch nicht mehr viele Kilometer bis zum Campingplatz. Das ist jetzt die A7-Brücke über den Main. Auch schon wieder so oft drüber gefahren. Ja, man guckt da immer runter. Sieht auch immer alles toll aus von da oben. Ist es ja aber auch. Ganz klasse. Aber auch diese Brücke ist marode. Man muss da schon immer langsam drüber fahren. Die soll demnächst wohl ersetzt werden. Das ist auch schon wieder ein großes Projekt. Jetzt bin ich hier in Ochsenfurt. Da drüben hinter den Bäumen ist der Campingplatz, den ich probieren möchte. Das ist Plan A wieder. Mal sehen, ob es klappt. Würde ja ziemlich toll liegen. Oh Leute, ich bin hier untergekommen, den Knaus Campingplatz hier. Wow, und ich darf hier zelten, direkt am Main. Ist doch herrlich. Wow. Nichts vor der Spielplatz, aber ist auch nichts los. Ich suche mir noch ein Plätzchen unter den Bäumen, ist natürlich auch schön.
Aber mit Blick auf den Main, muss mal gucken. Da werde ich mir sicherlich ein Plätzchen aussuchen. Geduscht, Zelt steht. Echt ein toller Platz hier. Ziemlich ruhig, da oben baut jetzt gerade einer hier ein Zelt auf. Da hinten ist immer noch der eine. Nichts los. Jo, was hört man hier? Ein bisschen die Straße. Aber da fahren immer kleine Motorboote vorbei. Das wird ja wohl abends nicht mehr sein. Jo, ist ja eigentlich prädestiniert, um hier zu kochen. Mal sehen, einen Moment. So viel Hunger habe ich noch nicht. Ich will jetzt auch noch rein in die Stadt und nochmal gucken. Zumindest da ein Eis essen. Und dann, wenn ich Hunger habe, werde ich hier eine Kleinigkeit machen. Damit der Kocher nicht ganz umsonst ist. Aber es wird nur was ganz Einfaches geben. Irgendwie nur schnell was aufkochen. Vielleicht nur was. Ich habe zwei Dinge mit. Oder nur Wasser warm machen und dann das da reinkippen und durchziehen lassen und fertig. Also nichts Besonderes, aber ich werde jetzt nochmal nach Ochsenfurt reinfahren und mir das nochmal anschauen. Jetzt sitze ich hier, so ein schöner Abend, direkt am Main. Ja, tolle Innenstadt nochmal, Ochsenfurt. Also Ochsenfurt, auch wieder positiv, alles top. Tolle Innenstadt, tolle Altstadt, also das kann man sich echt wieder anschauen. Man fährt ja an so viele vorbei. Ich habe wahrscheinlich schon wieder einiges verpasst. Ja, man kann ja nicht alles mitnehmen. Ja, jetzt bin ich für heute wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Man sieht es am Kilometerschild, da hinten ist es. Nur noch 272. Ja, so langsam geht es zu Ende. Ja, Tag 8 war das heute. Echt schön wieder, Wetter top. Ein paar tolle Punkte angefahren, auch wenn vielleicht das eine oder andere ein bisschen überfüllt war. Aber der Weg war echt toll. Ja, es sind viele Strecken dazwischen, wo man echt durchknallt. Wo man ordentlich Kilometer machen kann und dann kommt wieder so ein schöner Ort. Und so geht es auch weiter. Ja, heute waren es denn 115 Kilometer plus, gerade eben noch hier. So ein bisschen reinfahren in die Stadt hin und her. Kommt auch noch was dazu. Also das war schon wieder ganz schön viel. Aber Höhenmeter waren da kaum zu erwähnen. Das war nichts. Das waren wieder nur Brücken oder vielleicht mal ganz leicht hoch und runter. Keine steilen Anstiege, war echt super zu fahren. Ja, ich warte jetzt, es kocht schon bald. Naja, da muss ich gleich erstmal meine Tüte hier, wie von so einem Outdoor-Food, hatte ich noch liegen, muss auch mal weg. Ja, Curry schicken. Naja, da muss man nur Wasser reinpacken und dann 3 Minuten warten. Naja, dann melde ich mich gleich, wenn das hier langsam mal wieder durchzieht, das Essen. Das Essen ist fertig. Ja, wunderbar. Ja, kein kulinarisches Highlight ist das, aber man kann es essen. Ich habe auch noch ein paar Würstchen dazu. Einen Radler trinke ich heute nicht. Irgendwie, glaube ich, habe ich heute
obwohl ich viel getrunken habe, ein bisschen zu wenig getrunken. Kommt mir wie so vor, dann trinke ich lieber keinen Radler, sonst steigt es ja richtig zum Kopf. Also lasse ich es mal lieber. Also dann ist der Tag jetzt auch vorbei, Tag 8. Perfekter Tag, ich muss sagen, perfekt, genau gelaufen. Plan A ist aufgegangen. Mann, 3 Flussradwege habe ich schon beendet. So, hier bin ich jetzt schon bei der Hälfte schon wieder. Die Zeit, die rennt. Aber es macht sehr viel Spaß. So schnell rase ich gar nicht so durch. Heute waren es dann 17 km/h. Durchschnittsgeschwindigkeit fand ich ja gar nicht. Ist eigentlich normal, aber zeitweise kann man dann auch mal ein bisschen schneller fahren. Da überholt man sogar mit Gepäck die Elektroräder hier. Die gucken immer ganz doof, wenn ich da ankomme. Ja, aber es geht nicht langfristig. Je heißer das wird, also ganz zum Schluss, dann geht das auch nicht mehr. Aber da waren jetzt schöne Strecken bei, wo man auch mal richtig schön Gas geben konnte. Macht ja richtig Spaß. War viel Aussicht heute. So viele verschiedene Landschaften wieder. Ah, klasse. Also die ganze Tour bis jetzt grandios. Also ich bin noch gespannt, was da jetzt noch kommt. Ja, morgen wird wahrscheinlich erstmal Würzburg kommen. Jo, Gemünden, was kommt da noch? Lohr. Und bis nach Wertheim möchte ich morgen, das sind 118 Kilometer, ist ein ganzes Stück. Auch ein paar Höhenmeter mehr anscheinend. Aber ich werde schon packen. Also ich muss sagen, man wird immer fitter jeden Tag. Ich brauche echt keinen Ruhetag. Das ist echt krass, wie sich der Körper erholt. Man muss natürlich auch ordentlich trinken und essen. Dann klappt das schon. Und gesund muss man natürlich auch bleiben, das ist klar. Sich nichts einfangen, kein Schnupfen oder das andere Zeug. Ne? Also das muss nicht sein, aber ich finde, es läuft eigentlich perfekt, die ganze Tour. Natürlich hat das Wetter dafür zu beigetragen und das wird es auch weiterhin. Also ich war froh, dass es heute nicht ganz so warm wurde. 26, 27 Grad war dann nachher das Höchste. Ein Tick weniger als sie ansagten. Morgen sagen sie 30. Das wird schon hart, wenn das kommt. Ich versuche morgen, ja, vielleicht schon um 7 loszukommen. Ein bisschen früher. Heute war ich schon so um 20 vor 8 los. Das war echt schön, das war frisch, aber es war auch noch nicht so hell. Ganz frischer Morgen. Also das war echt toll, aber es ist immer schwierig, noch zu frühstücken, dann alles einzupacken, das Zelt noch ein bisschen abzutrocknen. Vielleicht ist es ja morgen früh auch nicht feucht, weil die Nächte werden jetzt auch wieder wärmer. Naja. Ich will jetzt nicht lange rumsabbeln. Ich möchte es jetzt hier mit beenden, den heutigen Abend. Dieses Video. Es war grandios. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Also mir gefällt das wunderbar hier. Also ich bin begeistert, dass ich diese Tour gemacht habe. Als Ersatztour. Also ich kann alles nur empfehlen, was ich bis jetzt abgeradelt habe. Alles perfekt. Ich hoffe, es hat euch dann gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Ja, und wie es hier heißt, Servus.